Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Reisemobil TV. Es geht um unseren Anhänger. Das Vorstellungsvideo des Anhängers ist ja bereits online. Verlinke ich hier oben mal. Da habe ich das gute Teil mal in allen Einzelheiten vorgestellt, was er so zu bieten hat und warum wir ihn uns gekauft haben. Das hatte ich im Video davor erklärt. Im Vorstellungsvideo hatte ich mal mit angerissen, dass wir hier so ein kleines Autark-Paket verbauen wollen. Kleines im Prinzip, ja, in Anführungsstrichen zu setzen, denn hier kommt tatsächlich eine 300 Watt Solaranlage oben rauf. Aber wie ist denn nun diese Idee entstanden, hier eine Solaranlage raufzupacken? Das hängt in erster Linie auch mit unseren Norwegenreisen zusammen. Denn wir fahren ja mit diesem guten Stück hier hinten im Zug, fahren nach Norwegen, um dort zu angeln. Und wenn wir unsere Fische mitnehmen, haben wir immer ein großes Problem. Wir nehmen dazu Styroporkisten, wie jeder andere wahrscheinlich auch. Das Problem an den Sachen ist natürlich, dass wir die 750 Kilometer dann von Hirtshals zumindest hier runter in einem Stück abreißen müssen, da wir sonst Gefahr laufen, dass die tiefgefrorenen Fische wieder auftauchen. Das ist natürlich eine Sache, die mich schon lange angestunken hat, weil im Prinzip 750 Kilometer an einem Stück mit so einem Teil abzureißen, da seid ihr kaputt, da seid ihr platt. Was sollte also rein? Eine Idee war, hier eine Kühltruhe einzubauen, die wir dann während der Fahrt nutzen können, batteriebetrieben über einen Wechselrichter, der natürlich aber auch geladen werden sollte. Und da kommt so eine Solaranlage im Prinzip genau recht. Außerdem bin ich ein Freund von autarken Stehen, das weiß auch jeder. Und wenn wir hier schon eine vernünftige Stromanlage drin haben, warum soll sie dann nicht auch kostenlos von der Sonne geladen werden? Bei der Wahl der Solaranlage, die hier oben rauf kam, hatte ich im Prinzip nur zwei Sachen, die ich gesucht habe. Und es war in erster Linie, sollte es wie gesagt eine 300 Watt komplett Solaranlage sein. Komplett heißt, es sollte alles mit bei sein, also quasi so ein Komplettset. Also begab ich mich auf die Tiefen des Internets und wurde da auch fündig bei der Firma Off-Grid Tech, die eine solche Solaranlage hier anbietet. Die Solaranlage besteht aus 250 Watt Solarmodulen, im Peak natürlich. Und die habe ich jetzt noch eingepackt gelassen als Schutz. Nicht, dass sie jetzt blank liegen, jetzt eine Woche irgendwo dann durch einen dummen Zufall umfallen und hier beschädigt werden. Das sind aber tatsächlich zwei Solarplatten, monokristallin. Kommt aber noch was über diese Platten, die stelle ich dann extra noch mal vor. Wie gesagt, es sollte alles dabei sein. Ich hatte keinen Bock, jetzt hier groß zu rechnen und zu machen und zu tun, um mir die günstigsten Komponenten rauszusuchen. Ein komplettes Paket. Off-Grid Tech hat das im Prinzip im Angebot. Ist allerdings, und das muss ich dazu sagen, auch nur die komplette Solaranlage. Hier ist natürlich noch kein Wechselrichter dabei und hier ist natürlich auch noch kein Akku dabei, also und schwebte so vor, eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie hier reinzubauen. Die sollte dann 200 Amperestunden im Prinzip Leistung haben. Da kommt noch mal ein extra Film dazu, denn da habe ich auch schon so einiges erlebt. Hab dann einen, ja, kann man sagen, einen kleinen Partner gefunden, der mir eine solche Batterie kostengünstiger angeboten hat. Aber darum soll es in diesem Film gar nicht gehen. Heute wollte ich im Prinzip bloß mal zeigen, was so alles drin ist in diesem Komplettpaket der Firma Off-Grid Tech. Oder wenn man Interesse hat an so einer Anlage, kann sich diese mal angucken. Und vielleicht ist es ja was. Heute geht es, wie gesagt, darum, was in diesem Paket alles enthalten ist. Und da will ich euch die einzelnen Komponenten mal vorstellen. Wir haben hier mitgeliefert einmal, wie gesagt, die 2x150 Watt Solarpaneele, die dann hier oben aufs Dach kommen. Gehalten werden diese von diesen Spoilern. Das sind Kunststoffspoiler, die dann auf den jeweiligen Giebelseiten der Solarplatten angebracht werden. Die sind vorgebohrt, allerdings noch nicht vorbehandelt. Das machen wir im Film des Anbringens. Ich habe diese hier stellvertretend mal für diese vier Spoiler, die hierbei sind. Wie gesagt, wir haben vier Giebelseiten, vier Spoiler. Da habe ich mal nur diese hier rausgelegt. Die anderen drei befinden sich noch in der Verpackung. Zu diesen Spoilern, um sie an den Paneelen festzuhalten, haben wir hier pro Paket jeweils 8 Edelstahlschrauben, womit diese Paneele dann an den Spoilern noch befestigt werden. Zusätzlich zur Klebung, da komme ich gleich drauf.
Und diese Schrauben haben natürlich einen Vorteil, sie sind selbstbohrend. Das heißt, man muss hier nicht unbedingt vorbohren, um in diese Platten reinzuschrauben. Das alles aber, wie gesagt, im separaten Video. 4 Spoiler, 2x8 Schrauben pro Paket enthalten. Das heißt, 8 Schrauben pro Paket. Dann kommen wir auch gleichzeitig noch zum Verkleben, was im ersten Schritt gemacht werden soll oder was wir im ersten Schritt machen. Auf jeden Fall, da gibt es unterschiedliche Anwendungsbeispiele, wie wir es machen. Zeigen wir, da ist 2x Dekalin MS5 mit beigelegt, einmal als lose Flasche und dann noch mal einmal in einem solchen Set. Hier noch einmal Dekalin, das heißt, wir haben es zweimal. Dann haben wir noch mal einmal Reinigungstücher, wenn die vorbehandelt sind, zeige ich im Anwendungsvideo. Und dann haben wir einmal einen Dekavator. Das ist im Prinzip so eine Art Primer, den man aufträgt, damit das Dekalin nachher besser hält. Auch hierzu gehe ich näher im Anwendungsvideo ein. So, dann packe ich das mal hier erstmal ein. Wo wir beim Reinigungsteil hier sind, bei diesem Reinigungspaket, in den früheren Ausführungen war immer noch so ein bisschen Schleifpapier mit bei. Das vermisse ich hier leider. Das Schleifpapier diente dazu, hier diese Stellen, die hier mit Dekalin versehen werden, ein bisschen anzuschleifen. Das soll die Festigkeit vom Dekalin bzw. von dem jeweiligen Klebstoff ein bisschen erhöhen. Ist nicht mit bei, muss ich was von mir nehmen, habe ich ja, ist nicht so schlimm. Finde ich aber schade, dass es nicht mit bei ist. Dann haben wir hier dabei 2 Abzweigbuchsen für die Solarkabel. Dann sind hier 8 Meter Solarkabel mit bei. Die werden an die jeweiligen Solarpaneele angeschlossen, dann verbunden und gehen durch diese Dachdurchführung, die natürlich ebenfalls dabei ist, dann ins Fahrzeuginnere und werden dort verlegt. Dann haben wir dabei, und das finde ich richtig klasse für den Preis, ist ein Victron Energy Solar MPPT Regler. Maximal 100 Volt bei 20 Ampere. Das Ding hat Bluetooth. Das heißt also, wir können über eine App den jeweiligen Zustand des Einbringens von Solarstrom in die Batterie kontrollieren und ablesen. Auch dazu wird es in den nächsten Videos mehr geben. Ja, und dann ist es das fast schon. Dann haben wir hier noch einmal vom Solarladeregler ein entsprechendes Kabel. Batteriekabel 4 Quadratmillimeter mit einer 25 Ampere Sicherung bereits drin. Die wird dann an das jeweilige oder an den Victron Energy MPPT Solarregler angeschlossen und mit der Batterie verbunden, dass der Solarstrom natürlich auch vernünftig in den Speicher eingetrieben werden kann. Das hier ist nur die Box, das soll bloß ein bisschen als Zierde da stehen. Was noch mit bei ist, aber was ich wahrscheinlich nicht benutzen werde, das sind hier Batteriepolklemmen. Die sind schön, muss man sagen, allerdings für mich nicht zu gebrauchen, da die Batterie, die ich habe, 2 Bolzen M8 hat, womit natürlich alles andere verbunden wird, was da so kommt. Das wird alles eingebaut und das folgt dann im nächsten Video. Ich bereite jetzt alles vor. Ich nutze dazu meine Arbeitsbühne, die ich auch schon mal gezeigt habe, beim Markisenreinigen, wo ich meine ein bisschen versaute Markise gezeigt habe, wie man sie reinigt. Das war auf Wunsch eines Zuschauers hin. Da hatte ich die Bühne schon mal kurz, die baue ich mir auf. Da kann ich dann vernünftig, aber das seht ihr alles im nächsten Film. Da gehe ich darauf näher ein. Ganz kurz noch mal, was ist dann im Inneren noch geplant? Das hatte ich gesagt, ein Wechselrichter. Ich habe mich hier für einen 3000 Watt Wechselrichter entschieden. Jetzt werden viele sagen, 3000 Watt ist viel zu hoch. Ja, das stimmt, aber haben ist besser als brauchen. Und mitunter hat man doch so einiges an Sachen, die man gebraucht, die vielleicht doch ein bisschen mehr Strom ziehen. Und ich habe die Erfahrung im Reisemobil gehabt. Wir haben da ein oder gemacht und macht das immer noch. Wir haben dort einen 1500 Watt Wechselrichter drin und allein bei der Kaffeemaschine gerät das Teil schon mal an seine Grenzen und wir dürfen keinen weiteren Verbraucher anschließen.
Ob ich den behalte oder nicht, das werde ich sehen. Oder ich wechsle ihn auch noch mal aus gegen einen höherwertigen. Das wurmt mich echt und geht mir echt auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedes Mal da auch nicht mal den Fernseher im Standby-Betrieb laufen zu lassen. Deswegen haben wir uns entschieden, einen höheren Wechselrichter hier zu verbauen. Und das wird noch einen Unterschied geben zum Reisemobil. Dieser Wechselrichter hat ein internes Netzvorrangsystem, also eine interne Netzvorrangschaltung. Warum interne Netzvorrangschaltung? Erstens habe ich keinen Bock, wieder eine externe Netzvorrangschaltung zu verbauen. Na, außerdem habe ich mit integrierter Netzvorrangschaltung ein bisschen weniger zu verklemmen, ein bisschen weniger an Platz, was ich brauche, ist ja ganz klar, denn die Kiste fällt weg. Und deshalb fiel auch aus Arbeitsaufwand ein bisschen die Idee, kamen mir auf, eine interne Netzvorrangschaltung zu verbauen. Jetzt geht es erstmal an den Anbau von der Solaranlage und das sehen wir im nächsten Film. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert den Kanal und wir sehen uns. Bis dann, sage ich ciao, ciao, euer Jens.